Herzlich willkommen zur Session Agiles Lernen im traditionsreichen Unternehmen. Viel Spaß. Ja, auch von unserer Seite ganz herzlich willkommen zu unserer schönen kleinen Session. Um was geht es denn überhaupt heute? Wir wollen mit euch sprechen über agiles Lernen und zwar mit einem besonderen Blick auf Organisationen, die es schon seit Jahrzehnten eigentlich gibt und die damit auch gewachsene Strukturen, Routinen und auch Hierarchien aufweisen. Und dazu gehören auch unter anderem Verbände der freien Wohlfahrtspflege. Und sie beschäftigen sich, wie viele andere Organisationen auch, zunehmend mit der Digitalisierung ihrer Strukturen, Arbeitsprozesse und auch Arbeitsweisen. Und Lernen in dem Sinne der Organisationsentwicklung und auch im Bereich der Digitalisierung spielt natürlich, wie wir alle wissen, eine ganz besondere Rolle, sowohl auf der Ebene des Individuums, der Teams als auch der Organisation. Und agiles Lernen verspricht uns ja hier ein viel dynamischeres und menschenzentrierteres Lernen durch flexiblere, dezentrale Lernprozesse sollen wir und unsere Organisationen in die Lage versetzt werden, mit kniffligen Fragestellungen und ganz besonders komplexen Herausforderungen besser umgehen zu können. Und wir haben uns die Frage gestellt, ja, was heißt denn das eigentlich in der Praxis? Wie können wir dieses dynamische, dezentrale Lernen eigentlich fördern in den Organisationen? Und wie kann agiles Lernen gelingen? Und darüber wollen wir sprechen, gemeinsam mit euch und diskutieren. Aber erst einmal ein Blick in die Runde. Mein Name ist Helene Hahn, ich bin Referentin für digitale Transformation im AWO-Bundesverband. Ich bin heute hier mit meinem Kollegen Lorenz Grünewald-Schukalla. Lorenz ist Referent für digitale Technologien und Innovationen und gemeinsam leiten wir das Projekt AWO Digital, das eine Kultur der Digitalität im AWO-Bundesverband fördern möchte. Wir haben in der Runde auch Caroline Silbernagel, ein bekanntes Gesicht wahrscheinlich in dieser Runde. Caro, du bist geschäftsführende Mitgründerin der Innovationsberatung Zukunft 2 und hast uns von Seiten der Agentur beim agilen Lernen begleitet, und zwar das letzte Jahr über, und hast mit uns sozusagen dieses Thema vorangebracht und auch einen Transferbericht verfasst, zu dem wir später auch noch ein paar Worte mehr sagen. Und in dieser Runde seht ihr auch Johannes Landsdorfer. Johannes ist Koordinator der digitalen Agenda beim Deutschen Caritasverband und hat am Projekt Tandem 4.0 mitgewirkt. Das ist ein gemeinsames Lernprojekt, bei dem mehrere Caritas-Organisationen beteiligt waren. Wie gehen wir heute vor? Wir starten zunächst mit einem Input und schauen uns anhand von zwei Beispielen sowohl als aus der AWO als auch aus der Caritas verschiedene Lernansätze an in traditionsreichen Organisationen und schauen uns an, was hat da eigentlich gut funktioniert und was nicht. Und danach geht es direkt in die Diskussion mit euch und wir wollen wissen, wie organisiert ihr Lernen, sodass es im besten Fall natürlich auch haften bleibt. Was funktioniert für euch gut? Genau, und in dem Sinne starten wir doch direkt mit dem Input-Teil und wir freuen uns, dass ihr alle da seid und liebe Caro, an der Stelle übergebe ich direkt an dich. Vielen Dank, liebe Helene. Also wir haben für den Input ein paar Folien mitgebracht, die ich jetzt mit euch teilen möchte. Gebt mir eine kleine Sekunde Zeit. Also agiles Lernen, da haben wir ein ordentliches Buzzword mitgebracht heute. Entsprechend können wir euch nicht verschonen, sondern nehmen euch in den ersten beiden Folien mal nochmal mit zu einer kleinen Begriffs- und Verständnisklärung, weil so viele Leute so viele unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Also wenn wir auf Agilität gucken, dann steht Agilität ja im Kern für einen eigenen Ansatz, Ideen und Konzepte in die Welt zu bringen. Also einen neuen Ansatz, so neu auch nicht mehr, aber noch relativ neu. Statt einem linearen Plan, der mit einer Planungsphase beginnt und einer Produktabnahme am Ende dann auch abgeschlossen ist, haben wir quasi ein neues gedankliches Bild, was Einzug hält, nämlich dieses Bild des Kreises, was ihr hier auch seht.
fertig und abgeschlossen sind agile Arbeitsprozesse nämlich dann eigentlich nie. Denn da, wo im linearen Bild das Endergebnis stand, da geht es immer weiter. Wir gucken weiterhin, funktioniert das ursprünglich Geplante, braucht es Anpassung, haben wir neue Informationen gewonnen, die wir mit einbezogen müssen. Und damit starten wir eine neue Umsetzungsrunde. Das funktioniert dann, wenn die Umsetzungskreise in deutlich kleinere Schritte heruntergebrochen sind, als das in der klassischen Planung der Fall war. Also in der Abfolge von Umsetzen, Build, hier auf Englisch, hingucken, Measure und anpassen, Learn, sind die Planung und die Implementierung keine großen und abgeschlossenen Blöcke mehr, die hintereinander stehen, sondern überschaubare Phasen, die sich dann auch regelmäßig abwechseln. Also ein ganz anderer Rhythmus und eine andere Aufteilung des Arbeitsprozesses. Dahinter steht, und wir wissen es alle, wir wiederholen es hier nur, die Überzeugung, dass in unserer Welt die Aufgaben viel zu komplex und unplanbar sind, als dass man am Anfang genau sehen könnte, wohin die Reise geht, und dass es deshalb besser ist, in Häppchen zu arbeiten, die sich immer wieder neu informieren. Heute schauen wir ganz speziell auf diese linke Seite des Kreises, die ihr hier seht, und fragen uns nochmal, wie denn das genau klappen kann mit dem agilen Lernen. Denn ganz so einfach, wie es hier eingezeichnet ist, und auch das haben wahrscheinlich schon viele erfahren, ist dann in der Wirklichkeit ja oft doch nicht. Denn der agile Kreislauf soll ja, während wir Wissen erheben, Erkenntnis sammeln und das dann in den Transfer und eine Anpassung bringen, ja nicht stehen bleiben. Wir sind ja kontinuierlich im Tun. Und die zentrale Frage ist deshalb, wie können wir denn die Einsichten und die Erkenntnisse so sammeln, dass das gelingt, während wir laufen? In größeren Organisationskontexten und vor allem eben auch solchen mit stabilen und gewachsenen Strukturen und Kultur, da kommt dann auch noch zusätzlich diese Ebene des organisationalen Lernens dazu. Weil im agilen Lernen gucken wir uns ja eigentlich, also in dem Kreis, den wir gerade gesehen haben, gucken wir uns erstmal nur das Projekt an und lernen über das Projekt an und für sich. Also zum Beispiel, ob das neue digitale Tool für seine NutzerInnen auch tatsächlich funktioniert. Gleichzeitig kann man im Endeffekt, wenn man in traditionsreichen Organisationen agile Veränderungsprojekte einsetzt, dann kann man dabei auch, also nicht nur über das Projekt an und für sich, sondern auch über die Veränderungsfähigkeit der Organisation selbst lernen und gleichzeitig im Tun auch für die Organisation als Ganzes so den Muskel der Agilität weiter trainieren. Also, und das so wie die Pyramide hier sagt, in einem ganz umfassenden Sinn. Also wir fangen an bei den Werten wie Neugier, Offenheit und Augenhöhe. Das ist was, was sich lernt im Tun über die grundlegenden Arbeitsprinzipien. Den kleinschrittigen Rhythmus haben wir gerade schon besprochen. Auch die Zusammenarbeit über organisatorische Strukturen hinweg sind so ein Thema, das gerade in solchen Organisationen eine große Rolle spielt. Und dann bis hin zu den ganz konkreten Praktiken, also Stand-ups, Retrospektiven, Kanban und so weiter. Agile Projekte innerhalb etablierter Organisationen sind also eigentlich zusätzlich zu ihrem eigenen Lernzyklus sowas wie eine Lernchance zur Organisationsentwicklung. Aber auch hier braucht es das Gleiche. Wir müssen im Tun hingucken und verstehen, was da passiert, und dann den Schritt schaffen, dass das Erkannte dann ins neue Tun übertragen wird. Und über beides, also über das kontinuierliche Nachbessern im Projektzyklus und über das Lernen als Organisation, über beides reden wir jetzt im Weiteren, wenn wir über agiles Lernen sprechen. Und da übernimmt jetzt Lorenz. Ja, da schließe ich gerne an. Genau, also diese Frage, ne, wie kann man diesen Muskel trainieren? Ne? Da muss man natürlich erstmal schauen, das ist eine Frage, die wir uns in der AWO gestellt haben, was ist eigentlich das andere bei uns? Ne? Weil man kann schon sagen, es stimmt natürlich nicht, dass es überhaupt keine dieser agilen Bausteine auch in einer traditionsreichen Organisation wie der AWO gibt. Auch bei uns gibt es natürlich ein Kreislaufdenken mit dem Plan-Do-Check-Act-Zyklus, wenn neue Maßnahmen initiiert werden. Es gibt umfassende Qualitätsmanagement-Systeme mit Audits. Es gibt flexible Arbeitskreise, um auf neue Problemstellungen zu reagieren. Aber man muss schon sagen, das gezielte Initiieren eigentlich von Veränderungsprozessen, um das, was Caro gerade gesagt hat, also etwas über das Verändern und die eigenen Möglichkeiten der Veränderung zu lernen, das ist im Grunde nicht strukturell angelegt.
Und man kann das auch zeigen, da gibt es dieses mittlerweile schon relativ alte Modell von Kotter, der die stabilen Hierarchien, was man hier als traditionsreiche Organisation mit eingespielten Prozessen betrachten kann, flexible Netzwerken gegenüberstellt, die viel agiler, die viel flexibler auf aktuelle Herausforderungen reagieren können. Das wäre beispielsweise sowas wie agile Organisationen oder agile Teams, Entrepreneurship-Modelle und so weiter. Und das Wichtige, was Kotter da lehrt, ist eben diese Gegenüberstellung. Bedeutet nicht, dass das eine besser ist als das andere, sondern das Wichtige ist, dass man die beiden Modelle gut miteinander verkoppelt. Und natürlich ist es so, der AWO-Bundesverband vertraut auf seine eingespielten Prozesse, der vertraut auf sein Abteilungsdenken und das ist auch das, was ihn beständig macht, ne, und das, was die AWO auch über die letzten mehr als 100 Jahre auch beständig gemacht hat. Grundsätzlich ist es aber auch so, die agilen Prozesse, die Caro beschrieben hat und die wir ja irgendwie auch reinholen wollen in die Organisation und die wir verkoppeln wollen, die sind erstmal für kleinere Teams ausgelegt. Und man sollte auch natürlich gar nicht eine große Organisation als Ganzes agil machen, das geht auch gar nicht. Auch das zeigt uns das Modell, denn sonst verlieren wir diese Stabilität. Was wir also gemacht haben, wir haben uns jetzt die Frage gestellt, wie kann man diese Komponenten eines agilen Lernens, des Lernens im Tun über Veränderungen, so verstehen wir das, wie kann man das besser in der Organisation AWO Bundesverband verankern und wie kann man den Transfer von Wissen aus diesen Learnings herstellen? Und dafür haben wir im Projekt AWO Digital, das Helene eben schon erwähnt hat, ein Vorgehen entwickelt. Wir hatten zum Ziel im letzten Jahr, den AWO-Bundesverband in der digitalen Ertüchtigung zu unterstützen. Und unser Versuch mit der Frage des Lernens im Tun über Veränderungen umzugehen war es, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Jahr oder knapp ein Jahr in sogenannten Erprobungsräumen arbeiten. Und wir wollten also das Lernen über Veränderungen durch das Durchleben kleiner Veränderungsprozesse im Grunde erfahren. Das können Prozesse gewesen sein wie die Konzeption und Erprobung von einer QM-Plattform, die Erprobung von neuen Weiterbildungsformaten, einem Lernmanagementsystem oder auch einer Analyse, die sich Prozesse im Bundesverband mit Hinblick auf Digitalisierung anguckt. Und in diesen Erprobungsräumen, das war uns dann ganz wichtig, das ist so ein bisschen die rechte Seite des Kotterschen Modells, wollten wir eben diese agilen Bausteine auch mit einbauen. Also wir wollten abteilungsübergreifend arbeiten, wir wollten mit Teams arbeiten, die sich selber dafür committen und nicht dafür abgestellt werden. Wir wollten auf Augenhöhe arbeiten, auch wenn wir über Hierarchien hinweg Teams zusammengestellt haben. Und wir wollten diese agilen Werte und Prinzipien und auch die agilen Praktiken, ne, und auch digitale Tools an der Stelle einsetzen und erproben. Und was uns dabei ganz besonders wichtig war, ist, wir wollten auch besser reflektieren, was wir da eigentlich tun. Und wie das immer so ist, um möglichst gut zu reflektieren, braucht man einen Spiegel, einen Partner an der Seite, der einem zeigt, wie man selber so denkt. Und dafür haben wir uns eben das Team von Zukunft 2 im Caro dazugeholt. Und genau, du wirst noch mal so ein bisschen mehr über das Modell Erprobungsräume und die Begleitung erzählen. Genau, was haben wir da konkret gemacht? Du hast es gerade schon gesagt, die Erprobungsräume waren so auf circa 10 Monate angelegt. Und wir sind für so einen Zeitraum von circa 2 Monaten dann operativ in die Interaktion gegangen und dazugekommen und sind mitten im laufenden Vorhaben in eine Prozessreflexion eingestiegen. Und das war eigentlich schon ein erster wichtiger Schritt. Wir haben keine rückblickende Evaluation oder begleitete Reflexion gemacht, sondern eine tatsächliche Prozessbegleitung im Tun. In dieser Begleitung haben uns 2 Sachen interessiert, nämlich zum einen, wie gelingen die jeweiligen einzelnen Veränderungsvorhaben und woran haken die auch? Also wir haben ganz konkret gefragt, was klappt nicht? Und gerade mit Blick auch auf Zusammenarbeit und organisatorische Chancen und Hürden. Und dazu haben wir geguckt, wo und wie gelingt das Lernen im Tun? Also sozusagen, wir haben so eine Meta-Reflexion zum Thema Lernen eingebaut. Und dabei haben wir die Interventionen selber ganz bewusst so gestaltet, dass sie das Lernen und das drüber nachdenken, also das drüber nachdenken über das, was da so passiert in den Erprobungsräumen, auch zusätzlich anregen.
Damit in der Vielfalt der Projekte und Projektteams, das war ja ein wildes Gewusel so mit diesen vier parallelen Erprobungsräumen, damit da der rote Faden nicht verloren geht, haben wir uns ein gemeinsames Untersuchungsmodell zur Grundlage genommen. Auch da taucht wieder der Herr Kotter auf. Das war tatsächlich so ein bisschen Zufall, dass wir da zwei Modelle, Denkmodelle hatten. Der hat 8 Veränderungsphasen entwickelt in so einem Change-Management-Ansatz, die sich für so eine Prozessanalyse gut eignen. Und die haben wir als Leitfaden genommen, an dem wir entlang gegangen sind. Und das hat uns dann ermöglicht, Erkenntnisse auch im Querschnitt über die Erprobungsräume abzuleiten und auf der Basis dann Handlungsempfehlungen zu formulieren, die den Transfer fürs organisationale Lernen als AWO-Bundesverband insgesamt auch unterstützt haben. Also nicht nur geguckt auf den Projektzyklus, sondern auch eben, was kann man für die Organisation insgesamt daraus ableiten. Das Wichtigste aus meiner Sicht war aber tatsächlich eins, und das ist die Perspektivenvielfalt. Also alle Formate, wir haben Workshops gemacht, wir haben eine ganze Reihe Interviews gemacht, wir sind in Terminen mitgelaufen und haben da einfach zugeguckt. Und all das war darauf angelegt, dass diejenigen, die im Tun und in der Umsetzung waren, dass die Raum zur Reflexion bekommen haben. Zielsetzung oder Gedanke dahinter war, dass wir eben die Einsichten und Erfahrungen nicht auf den Plänen, die irgendwann mal hinter den Projekten standen, aufgebaut haben, sondern tatsächlich uns aufs Tun und aufs momentane Tun bezogen haben. Und das hat wirklich gut geklappt. Wir haben eine Menge gelernt. Lorenz erzählt gleich noch mehr dazu. Wen das Vorgehen und die Methoden interessieren, wir haben eben diesen Transferbericht geschrieben. Der Link dazu kommt vielleicht auch gleich im Chat. In jedem Fall findet er sich auch in der Präsentation. Und was es konkret zu lernen gab dazu, mehr von dir, Lorenz. Ja, vielen Dank. Genau, also wir haben wirklich unfassbar viel gelernt, und was uns auch geholfen hat, ist es auch nochmal die unterschiedlichen Ebenen des Lernens eigentlich auseinanderzuhalten. Und das erste ist natürlich die Lernebene in den Erprobungsräumen, also die Erfahrungen, die konkret die Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit uns gemacht haben, als sie diese Veränderungsprozesse angestoßen haben und durchlebt haben. Also das können dann einfach Lernerfahrungen im Bereich agiles Projektmanagement sein. Die Kolleginnen haben erste Erfahrungen mit Nutzerinnenzentrierung gemacht. Auch dieses abteilungsübergreifende Zusammenarbeiten auf Augenhöhe war an manchen Stellen für eine hierarchische Organisation wie den Bundesverband durchaus auch eine neue Erfahrung, in die wir gut reingekommen sind. Man hat Erfahrungen in der digitalen Kollaboration mit digitalen Tools gemacht, die vorher nicht da waren, oder auch in Methoden wie dem Design Thinking für die Innovationsgewinnung. Man hat aber natürlich auch die Lernebene zwischen den unterschiedlichen Erprobungsräumen. Also wenn man dann die Kollegin in den Kontakt bringt und sie auch ihre Erfahrungen austauschen lässt. Das muss man sagen, haben wir relativ spät auch erst begriffen. Das hätten wir noch besser machen können. Aber da hat sich auch gezeigt, wenn da Erfahrungen und Learnings ausgetauscht werden, dann entstehen auch nochmal neue Netzwerke des Lernens und des Zusammenarbeitens auch jenseits der Erprobungsräume. Und wir haben natürlich auch durch den Transferbericht so die Möglichkeit, die Erfahrung auch über die Erprobungsräume hinaus in der Organisation oder auch in Formaten wie diesen mit euch zu teilen. Und das war für uns auch nochmal ganz wichtig, um auch zu zeigen, beispielsweise unserem Vorstand, wie dieses Erprobungsformat uns wirklich auch geholfen hat und wie man es auch zum Repertoire eigentlich für eine Organisation wie den Bundesverband machen kann und wieder aufgreifen kann, wie so ein Rezept, was man dann wieder benutzt, wenn man in neue Unternehmungen reingeht. Das waren die drei Lernebenen, aber man kann natürlich auch nochmal einfach reingehen, was haben wir konkret darüber gelernt, überhaupt Erprobungsräume durchzuführen. Und da haben wir tatsächlich viele Erfahrungen gemacht, viele sehr gut. Manche waren natürlich auch Herausforderungen, die wir irgendwie bewältigen müssten. Und wir haben beispielsweise gelernt, man muss, wenn man solche Erprobungen macht, die Startphasen gut nutzen. Das wissen im Grunde alle, die sich mit Change Management schon auseinandergesetzt haben, also die Stakeholder verstehen und einbinden, den organisatorischen Kontext gut verstehen und auch sichtbar machen, woher eigentlich der Wunsch kommt, Dinge zu verändern und so einen Erprobungsraum durchzuführen. Wir haben auch gelernt, man sollte sich nicht zu viel vornehmen, sondern wenn man in dieses iterative Arbeiten geht und das neu ist, dann muss man auch mehr Raum für das Unvorhergesehene einplanen. Und da hilft es, wenn man sich nicht zu starke Ziele setzt oder zu Ziele, die zu weit in der Ferne liegen.
Wir haben gelernt, man muss wirklich viel über diese Erprobung sprechen, über dieses Format sprechen. Und zwar nicht nur zwischen den Erprobungsräumen, sondern natürlich auch mit den Kolleginnen oder mit dem Rest der Organisation darüber, was da passiert. Also es ist diese Verkopplung auch, von der Kotta spricht. Und man muss die Veränderung erfahrbar machen. Also selbst wenn man an Hindernisse und Hürden stößt und Dinge klappen nicht, das ist uns durchaus passiert, dann hat es doch geholfen zu zeigen, okay, aber andere Dinge haben geklappt. Also beispielsweise das Lernen über den Umgang mit digitalen Methoden wie Design Thinking oder Kolleginnen, die mit agilem Projektmanagement Erfahrung gemacht haben und das auch in ihre weitere Arbeit mit aufnehmen können, ist genauso ein Erfolg dieser Erprobungsräume wie das, was man sozusagen als Produkt am Ende mit rausbringen wollte, also eine Plattform, die man eingeführt hat. Wir haben auch im Bereich der Verkopplung gelernt, man muss sich durch die Leitung wirklich stark stützen lassen. Man muss die mitnehmen und man muss sich da so ein bisschen auch die Grundlagen holen, das machen zu dürfen, was man machen möchte. Und wir haben gelernt, Erprobungsräume eignen sich hervorragend, um digitale Infrastrukturen zu testen. Da braucht man keine großen Prozesse, irgendwelche Softwares zu implementieren in einer ganzen Organisation, sondern man kann erstmal in den kleinen Teams schauen, passt das eigentlich in unserem Falle zum AWO-Bundesverband. Das waren so ein paar Learnings. Wir können natürlich gerne noch ins Detail gehen später, aber ich gebe jetzt noch für die letzte Folie ab an Caro nochmal. Vielen Dank. Genau, es gibt natürlich wirklich eine ganze Menge mehr zu berichten und vielleicht haben wir gleich noch ein bisschen Zeit, dazu mehr zu sprechen. Mit Blick auf die Zeit noch ein Sprung auf die Ebene der Gesamtorganisation. Wir haben ja gesagt, die Erprobungsräume sollten im Sinn von so einem organisationalen Lernen auch in den AWO-Bundesverband insgesamt hineinwirken. Und damit das Wirksamkeit entfalten kann, auch für ähnliche Settings in Zukunft, sind uns drei Punkte besonders angesprungen, die wir gern mit euch teilen möchten. Also zum einen ist es Gold wert, und das kann ich als Externe sagen, weil Sie können sich hier ja nicht so selber quasi so in den Fokus stellen, aber es ist Gold wert, einen zentralen Treiber zu haben, der eine Ressourcenausstattung hat, ein Commitment und die Kompetenz mitbringt. Also es ist ein wahnsinniges Plus für den AWO-Bundesverband, dass es das Team von AWO Digital gibt. Und natürlich hilft auch der Förderrahmen zur Digitalisierung der freien Wohlfahrt durchs BMFSFJ sehr, weil da natürlich auch nochmal Ressourcen und einfach ein Kontext kommen, in dem man arbeiten kann. Dann können sich nämlich solche internen Treiber auch als MetaberaterInnen einschalten und Brücken bauen und die Kompetenzen in den Teams stärken. Die können auch andere MetaberaterInnen in der Organisation ausfindig machen. Also die AWO-Bundesverband hat zum Beispiel ein ganz tolles Qualitätsmanagement-Team, und solche Stärken dann auch einzusetzen, in Kontakt zu bringen, an die richtige Stelle auch zu bringen, das ist dann auch was so eine Treibereinheit auch gut setzen kann. Und langfristig hilft es natürlich, wenn der Veränderungsimpuls aber dann eben nicht zentral bei dieser einen Treibereinheit bleibt, sondern dass sich dieser Impuls und auch die agilen Kompetenzen breiter in der Organisation verankern. Also mit den Erprobungsräumen sind im AWO-Bundesverband quer durch die Organisation Orte entstanden, an denen Dinge auf eine neue Art angepackt werden können. Und diese Keimzellen zu vernetzen und zu bestärken, das lohnt sich, damit es dann langfristig auf breiten mehreren Schultern trägt. Und da kann man gezielte Angebote zum Peer-Austausch machen, thematische Communities of Practice einrichten und so fort. So viel für den Moment von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für den Input, und ich gebe mal zurück an Helene. Ja, super. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Jetzt, da wir einige Beispiele und Ansätze aus dem AWO-Bundesverband gehört haben, sollten wir auch noch mal switchen zu Johannes, zu einem anderen Projekt, Tandem 4.0. Johannes, du wirst uns gleich etwas mehr dazu erzählen. Aber auch dort habt ihr eigentlich ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn auch aus einer etwas anderen Perspektive. Und du hattest in einem Vorgespräch, hattest du uns gesagt, dass aus dem Projekt, das ihr gemacht habt, deutlich wurde, dass das Lernen sozusagen eben diese organisationale Perspektive und organisationale Ansätze braucht. Und an der Stelle gebe ich auch direkt ab an dich.
Ja, ich finde, also ich bringe hoffentlich jetzt noch mal ein paar so Praxisinformationen dazu, weil von der Aufteilung oder von der Analyse hat es die Caro und der Lorenz, glaube ich, schon sehr viel besser aufgeschlüsselt. Das Projekt Tandem 4.0 ist ein Projekt gewesen zur Kompetenzentwicklung von Mitarbeitenden für die digitale Transformation oder in der digitalen Transformation. Ein besonderer Fokus war, dass es vor Ort und mit den Mitarbeitenden passieren soll. Das ist nochmal so ein kleiner, so eine kleine Nebeninformation, die vielleicht für Wohlfahrtsverbände spezifisch ist, aber viele andere Organisationen auch. Die Leute, die sich weiterbilden sollen, haben natürlich alle keine Zeit, weil die haben schon einen Job, die sind in der Pflege, die sind in der Beratungseinrichtung und die sind alle 100% ausgelastet. Und wenn man da jetzt vorbeikommt und sagt so, lass uns mal digitale Transformation machen, dann sagen die, habe ich jetzt aber, würde ich gerne, habe ich aber keine Zeit dafür. Das war schon mal eine wichtige Erfahrung und deswegen auch die Notwendigkeit, die sich daraus ergeben hat. Wie kann man an die Notwendigkeit, also an die Bedarfe wirklich rankommen und auch an die Möglichkeiten, wie man so Training on the Job dort einrichten kann? Das war eine der Erkenntnisse schon, zu der wir aber, sage ich mal, mühsam gekommen sind. Wir waren, glaube ich, auch nicht so planvoll unterwegs wie das Abo-Projekt. Es hat übrigens, dieses Projekt Tandem 4.0 ist gelaufen von 2018 bis 2021. Da kann ich jetzt ein bisschen schon drauf zurückblicken. Und wir hatten eine sehr lange Phase, wie man daran auch schon merkt. Also wir haben 3 Jahre das Projekt machen können mit einer Rückenwind-Plus-Förderung vom Europäischen Sozialfonds. Und wir sind da so reingestartet, um mit 6 Caritas-Verbänden in Ostdeutschland in dem Fall in diese Phase des gemeinsamen Lernens zu starten. War natürlich auch so, dass viele von den Leuten am Anfang gar nicht davon gewusst haben, dass sie jetzt in eine Phase des gemeinsamen Lernens starten sollen. Und am Schluss haben wir tatsächlich mit 2000 Leuten gearbeitet. Das hört sich jetzt nach einer riesengroßen Zahl an, aber, also ist es ja auch. Wir hatten aber am Anfang natürlich sehr viel kleinere Zahlen. Und das ist diese berühmte Startphase, die Caro und der Lorenz ja auch schon angesprochen haben. Die war auch echt hart, weil es eben darum ging, wie ich schon gemeint habe, die Leute, mit denen man arbeiten will, haben keine Zeit. Die anderen Leute haben sich gedacht, die Führungskräfte, digitaler Wandel, das müssen wir auf jeden Fall mal machen und begleiten. Aber so genau wussten sie vielleicht auch nicht, was passieren muss. Und das hat eine sehr intensive Arbeitsphase gebraucht, wo rausgekommen ist, wie kann man es überhaupt machen. Das heißt, die Lernformate sind im Projekt entstanden. Das ist ja, wenn man so will, auch sehr agil. Aber wir haben da sozusagen erst uns die Formate auch zurechtschneiden müssen, die wirklich passen. Dabei hat aber auch, und das ist auch schon angekommen, geholfen. Warum haben die überhaupt durchgehalten? Ich glaube, wenn man das einfach so auf der grünen Wiese gemacht hätten, dann wären da schon ziemlich früh ziemlich viele ausgestiegen. Wir hatten aber einen Projektförderrahmen. Alle wussten, okay, wir haben uns jetzt verpflichtet, wir kriegen Fördermittel, wir müssen jetzt ja auch durchhalten. Und wir hatten, also das ist nicht unwichtig, ne? Also es ist schön, dass man Geld kriegt, aber das ist auch gleichzeitig eine Klammer um das Ganze rum. Und wir hatten schon auch so das Management-Commitment. So, ne? Also das war allen klar, okay, der Chef oder die Chefin, die will es jetzt. Jetzt probieren wir es wenigstens mal. Das sind schon wichtige Schritte, um über die ersten Hürden zu kommen. Und das würde ich sagen, hat das erste Jahr gedauert. Also grob kann man sagen, so ein Jahr haben wir in diesem Modus. Wir bohren da dran, wir schauen, wie wir es richtig hinkriegen. Zweites Jahr war dann, okay, die Leute, also wir hatten erste Projekterfolge, wir konnten sagen, so guck mal, das war total spannend für die, das hat denen wirklich weitergeholfen und dann sind wir in so einen Arbeitsmodus gekommen, wo dann immer mehr Projekte dazugekommen sind. Und die dritte Phase war dann eine Phase, wo sich alles ein bisschen aufgelockert hatte und, also wir hatten das genau, das habe ich noch nicht gesagt, wir hatten es immer so, 2 Verbände und einen Coach. Wir hatten 3 Coaches mit jeweils dann insgesamt 6 Verbänden. Und am Anfang waren die sehr spezifisch zugeordnet. Also dieser Coach betreut diese beiden Verbände. Diese beiden Verbände haben auch Zugriff auf diesen Coach und es wird nicht geteilt.
In diesem dritten Jahr ist es dann immer mehr sichtbar geworden, dass die Coaches unterschiedliche Kompetenzen haben. Der eine kennt sich mehr in Social Media aus, der andere mehr in Organisationsentwicklung und so weiter. Und dann hat es auch angefangen, dass die Coaches geteilt werden, dass man sagt, bei uns ist gerade Social Media ein Thema. Dann kommt da mal der Coach vorbei, der eigentlich gar nicht für euch zuständig ist, aber das ist eben jetzt gerade hilfreich. Und auf diese Weise hat sich dann so eine Art Meta-Kompetenzzentrum gebildet. Und das ist noch so die letzte wichtige Information, finde ich. Diese Coaches waren beim Bundesverband angestellt, haben aber faktisch in den Regionalverbänden gearbeitet. Das ist eine große Spannung, weil immer unklar war, wer darf denen jetzt irgendwie was anschaffen. So, da hat es immer viel Gerangel gegeben. Aber in diesem dritten Jahr hat sich dann herausgestellt, das ist schon auch was Gutes, weil diese Coaches also auf so einer, in so einer Mittelposition sind. Und dadurch Prozesse in den verschiedenen Verbänden beobachten und verteilen konnten. Und die waren, wir haben es immer so genannt, wie so Bienchen auch unterwegs zwischen den Blumen. Und das hätte auch nicht geklappt, wenn die direkt, oder nicht so leicht geklappt, wenn die direkt in den Verbänden angestellt gewesen wären. Weil dann wären sie natürlich in die Organisation jeweils reingezogen worden und hätten das nicht so gut verteilen können. Genau, das und also ein Erfolg vielleicht zwischendurch noch war, wir haben mit den Leuten gearbeitet, das war schwierig, ist dann besser geworden. Ein Leiter hat es mal so gemeint, die Leute sind jetzt, also wir haben noch keine Entwicklung gemacht, aber die Organisation ist aufgelockert worden, ist bereit für den Wandel jetzt. Also und auch das ist schon ein Erfolg. In die Zeit kam dann die Corona-Pandemie und alle waren schon so ein bisschen so halb digital und hatten vor allem schon so Verbindungen und zu den Coaches. Und als es dann darum ging, überall die Online-Beratung einzuführen, war das natürlich ein gesätes Feld, wo alle unglaublich schnell einsteigen konnten, Online-Beratung machen konnten, Hilfe bekommen haben, wussten, wen sie fragen können, wie sie sich gegenseitig helfen können. Und da hat man das richtig gesehen, wie wichtig diese etwas harte Vorbereitungsarbeit war und wie schnell das dann alles sich entwickeln konnte, als es darum ging, die Beratungsstellen zu schließen und Online-Beratungsstellen aufzumachen. Ja, so viel als Eindrücke aus dem Tandem 4.0-Projekt.